Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich spiele für euch World of Goo und das erste Kapitel The Goo-Filled Hills. Ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber wegen eines bekloppten Fehlers meiner bekloppten Aufnahme, bekloppte Scheiße, habe ich die Pumpingstation mal für mich gespielt und jetzt spiele ich sie für euch. Das soll ja schließlich jeder sehen, wie es funktioniert. So, es ist ein Geheimnis, steht da. Und hier habe ich eine braune Pampe mit lauter grünen Goos drin und einen schwimmenden Haufen schwarzer Goos. So, der Schilderschreiber schreibt: Die letzten der Goo-Bälle wissen anscheinend nicht, dass sie sehr delikat waren. Oder über die Natur dieser übelriechenden Grube, in welcher sie sich befinden. Sie sagten etwas darüber, dass dies das letzte Level des ersten Kapitels sei, was auch immer das heißen möge. Der Schildermaler. So, da ich es schon mal gespielt habe, und ich denke, ich euch jetzt das ganze Gerödel mit, warum ich was mache, ein bisschen ersparen kann. Sei so viel gesagt, ich werde hier ein schwimmendes Floß aus Goos bauen, denn ich muss nach oben. Ich kann das hier mal kurz zeigen. Hier oben gibt es diese hautfarbenen, ich möchte nicht sagen Verdauungsdingsies, aber es wirkt doch sehr wie ein Magen, in dem wir hier rumdümpeln. Meine Goos und ich. Dementsprechend baue ich jetzt ein bisschen, möchte man fast sprechen, Kotze, gell? Weil alles, was aus dem Magen wieder nach oben kommt, ist ja so ein bisschen so, gell? So. Ich baue hier also mein Goo-Ponton. Und aus Erfahrung weiß ich, dass ich das nach unten einmal abstützen muss. Jetzt sieht man in dieser trüben Brühe nicht so richtig viel. Aber ich baue hier mal so ein bisschen auf gut Glück einfach nach unten eine Stütze. In der Hoffnung, dass dann alles auch schwimmt. So und so und das war ja saublöd hier. Zack, den setze ich da wieder rein. Den setze ich hier unten hin. Goos sind zum Glück nicht wasserscheu und müssen auch nicht atmen. Dementsprechend wird hier jetzt fröhlich nach oben gebaut. So, und hier bricht es in sich zusammen, was natürlich scheiße ist. Das stabilisiere ich einmal. Zack und zack. Und zack. Und na, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. So, jetzt bin ich da schon irgendwie drin in diesem Verdauungsapparat-ähnlichen Ding. Jetzt werde ich das hier oben mal ein bisschen festmachen. So. Jetzt kann ich ja im Prinzip schon wieder anfangen, hier unten alles aufzulösen. Damit ich die Goo-Bälle auch mit nach oben kriege. Los. Geh nach oben, kleiner Goo-Ball. Du und du. Und du auch. Und du. Und der hier. Jetzt will ich mal schauen, was passiert, wenn ich an der Seite mal einen wegnehme. Hält das noch? Es scheint noch zu halten. Ihr drückt mir währenddessen bitte feste die Daumen, damit ich hier nicht was unglaublich Blödes mache. So. 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 Ich kontrolliere oben einmal, aber das scheint noch zu halten hier. Weil ich hier vielleicht
vielleicht tatsächlich auch nochmal so ein bisschen nachbessere. Hier noch einen hin. Ja, hier sollst du hin. Mit einer Gube. Genau. So. Kann ich hier unten weiter abreißen. Zack und zack und zack und zack. Ich hätte gerne dieses schwarze Gekrösel auch mit hoch. Das heißt, das müsste ich an einer Kette einfach dann hochziehen. So. Jawohl, das sieht doch soweit erstmal ganz gut aus. Hier steht, da könnte etwas passieren. Es wird eine knappe Sache. Du wirst vielleicht einige zurücklassen müssen. Aber das ist schon okay. Wir sind hier alle zusammen. Der Schildermaler war hier auch. So, also baue ich hier mal fröhlich nach oben. In diesem Verdauungssystem. Zack, zack. Und jetzt passiert es nämlich, dass sie hier alle nach oben gezogen werden. Schlump, 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 schlump. Habe ich irgendwen verloren? Nein, niemanden verloren. Ganz hervorragend. Und hier oben. Sie sagen, dies ist der höchste Punkt der ganzen Insel. Als die Sonne aufgeht, kannst du ewig gucken. Aber ich frage mich, was du sehen würdest, wenn du ein bisschen höher gucken würdest. Wir werden uns wiedersehen, der Schildermaler. Jetzt habe ich hier diese komischen... Diese hier ist? Höhe? Klonk. Nee, fallen lassen nicht. Ich kann die hier rüberziehen. Und das sind so Augenballons. So... So, hier noch ein Augenballon. Und vielleicht sollte ich die Augenballons von dieser Seite ja mal hier dranhängen, damit man so ein bisschen was Ausgeglichenes hat. Oh! Da starten sie allerdings schon. Irgendwie. Na, zwei Ballons habe ich noch, zwei Augenballons. Hänge ich noch einen hier dran. Und den hier hänge ich da dran. Und zack, die ganze Kette steigt gen Himmel. Steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. Sehr schön. Weg ist die Kette. From very high up and with some totally huge new eyes. Von sehr weit oben und mit ganz neuen Augen sehen die Gubelle sehr weit. In jede Richtung können sie unentdeckte neue Inseln sehen mit neuen unentdeckten Arten von Gu. Das Gameplay, die Gameplay-Möglichkeiten sind unendlich. Ein neues Abenteuer soll die Gubelle begleiten. Als sie höher und höher fliegen, wussten sie, dass sie niemals zurückkommen. Ende von Kapitel 1. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Kapitel 1 und ich hoffe, wir sehen uns in Kapitel 2 wieder. Little Miss World of Goo, kleine Frau Welt of Goo. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss!